Hallo, in diesem Video wieder einige Antworten auf Ihre Fragen. Die erste Antwort ohne Frage fällt wieder aus. Wir waren im letzten Video zu lang, wir versuchen es zu kürzen. Ansonsten die üblichen Spielregeln finden Sie auf unserem Channel Semper Responso. Die Mails mit den Fragen schicken Sie bitte allerdings an den Channel Semper Video. Erste Frage kommt von User Domi on YouTube oder DJ Domi Boy XBX1. Je nachdem, was der eigentliche Name ist. Er braucht Hilfe, er hat einen Ordner auf Windows 7 und den bekommt er nicht gelöscht. Immer wenn er ihn löschen möchte, steht drauf oder kommt eine Fehlermeldung, Element nicht gefunden. Dieser Ordner befindet sich nicht mehr auf C Desktop. Er hat schon Folgendes ausprobiert, abgesicherte Modus, Benutzerkontensteuerung und so weiter und so fort. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass eventuell ein Programm auf dem Rechner läuft, das da irgendwie noch eine Referenz auf diesen Ordner hat. Ansonsten, eventuell ist da eine unsichtbare Datei, die Sie nicht sehen. Oder der Ordner an sich ist einfach von einem anderen User erstellt worden, eventuell unberechtigterweise vom User-System, und sowas können Sie nicht löschen. Das sind jetzt die Sachen, die mir jetzt hier so auf die Schnelle einfallen würden. Ansonsten bräuchte man vielleicht mal einen Screenshot oder mal die Eigenschaften, also über dem Ordner, den Sie löschen wollen, Eigenschaften anwählen, damit man die Rechte sehen kann. Oder eben direkt mit einer Ubuntu Live CD starten und versuchen, das darüber zu löschen. Das würde ich wahrscheinlich machen. Wobei eigentlich sollte das Unlocker-Tool das auch hinbekommen. Oder eben der abgesicherte Modus. Hypoglossy fragt an bezüglich, er hat einen Rechner mit Windows 7, einen Desktop und jetzt hat er auch noch einen Laptop mit Windows XP. Da ist jetzt aber derzeit eine Testversion von Windows 7 drauf und er fragt, ob er den Desktop-Key benutzen kann für den Laptop. Und rein rechtlich dürfen Sie das nicht, es sei denn natürlich, Sie haben diese Family-Lizenz damals gekauft, dass Sie drei Rechner mit dieser Family-Lizenz von Windows 7 betreiben können. Die hat es mal kurze Zeit für 150 Euro, glaube ich, gegeben. Bin mir nicht sicher, ob es die jetzt immer noch gibt. Kann durchaus sein. Dann natürlich ja, aber wenn Sie eine ganz normale Einzelplatz-Lizenz haben, dann dürften Sie damit auch nur einen Rechner betreiben. NoVideo500 hat eine Frage zu unserem Video Euler gültig oder nicht. Und zwar hat jemand einen Kommentar geschrieben in unserem Video oder auf unser Video. Und Kommentare können wir leider nicht alle abarbeiten. Deswegen sind wir darauf den einzelnen Kommentar nicht eingegangen. Er pastet uns hier den Kommentar allerdings rein und fragt uns, ob der User recht hat. Und zwar geht es darum, dass der User Eraser91 wohl gefragt hat, wenn der Mann im Mediamarkt mir beim Kauf von Mac OS X nicht sagt, dass ich es nur auf einem Apple-Rechner installieren darf, dann muss ich mich nicht dran halten? Oder wie? Recht? Fragezeichen, gilt das auch zum Beispiel im Apple Store direkt? Also das, was wir in dem Video gesagt haben, gilt immer. Wobei die Einschränkung natürlich ist, das ist nicht das Einzige, was gilt. Deswegen, was in dem Video gesagt wurde, die Quintessenz war eben, wir dürfen, nachdem wir mit dem Apple Store hier oder mit dem Mediamarkt, ist das ja in diesem Beispiel, nachdem wir hier einen Kaufvertrag geschlossen haben, dürfen wir nicht mehr von anderen eingeschränkt werden. Das können wir dann ignorieren. So, und eine Einschränkung, die jetzt hier genannt wird, die kann man jetzt zweierlei interpretieren. Zum einen eben, dass er sagt, ich darf das nur auf einem Apple-Rechner installieren. Das kann man ja so interpretieren, dass er es auf einem anderen Rechner installieren möchte, der nicht Apple ist. So, diese Einschränkung, die könnte man ignorieren. Wenn Sie aber sagen, ich darf es nur auf einem Apple-Rechner, ich möchte es aber auf zwei Apple-Rechnern installieren, dann ist das richtig, dass diese Beschränkung, wenn sie denn in der Eule aufpoppt, ungültig wäre. Aber wir haben ein Problem im Urheberrecht und Ähnlichem. Wir dürfen das nicht, sage ich jetzt mal, auf mehreren Rechnern gleichzeitig betreiben, weil das würde wiederum gegen das Gesetz verstoßen. Sie haben nur eine Einzelplatzlizenz gekauft. Das ist keine nachträgliche Einschränkung in dem Fall. Eine nachträgliche Einschränkung wäre, wenn Sie sagen, das darf nur auf einem Rechner installiert werden, der, sage ich jetzt mal, eine 3-Tasten-Maus hat. 2-Tasten-Maus reicht nicht. Dann dürfen Sie es nicht installieren. Das wäre eine nachträgliche Einschränkung. Wenn allerdings da drauf steht, Sie dürfen es nur auf einem Rechner installieren, aber das ist egal, auf welchem Rechner, das ist keine nachträgliche Einschränkung. Also jetzt je nachdem, wie das hier gemeint war.
was eine nachträgliche Einschränkung ist, kann man eigentlich, so sage ich jetzt mal, so mit dem gesunden Menschenverstand eigentlich entscheiden, dass eben jetzt das auf diese Anzahl betrachtet gesehen eben keine nachträgliche Einschränkung ist. Weil das war jetzt von vornherein klar, wir haben eine Einzelplatzlizenz gekauft, in der Regel. Es sei denn, wir haben diese Family-Lizenz gekauft, die ich jetzt gerade von Microsoft schon in der Hand hatte. GIF Azir GmbH fragt an bezüglich, wie installiert man Spiele unter Ubuntu und wie führt man Batches aus oder Batch-Dateien, setup.bat. Haben wir schon alles gezeigt, schauen Sie sich unsere Videos an, Ubuntu und Wine. Da zeigen wir, wie man Windows-Programme starten kann und da zeigen wir auch, wie Sie auf der entsprechenden Webseite erfahren, welche Programme laufen und da laufen auch einige Spiele. Und dann, wenn ich Batch-Dateien öffne, geschieht nichts. Der Terminal öffnet sich kurz und schließt sich dann wieder. Ja, ist jetzt die Frage, das bezieht sich immer noch auf Ubuntu. Unter Ubuntu laufen natürlich die normalen Batch-Dateien von Windows nicht so einfach. Aber Ubuntu versteht auch Batch-Dateien, die müssen dann halt nur ein bisschen anders aufgebaut sein. Nächste Frage, Home Talents fragt an, wie heißt das Skin von eurem Video? Das kommt darauf an, welches Video Sie meinen. Wir benutzen in sehr vielen Videos sehr viele Skins. Samatron9 hat von uns die Standard-Mail bekommen, die wir jetzt in letzter Zeit rumschicken, bezüglich der Beantwortung der entsprechenden Frage. Und er fragt, warum er das bekommen hat und so weiter und so fort. Das ist die Mail, die schicken wir fast an alle raus. Eventuell haben Sie da auch welche bekommen. Normalerweise, wir kennen ja unsere, sage ich jetzt mal, unsere üblichen Verdächtigen, die uns hier die Mails schicken. Und wir wissen auch, wenn sie entsprechend Feedback liefern, also dass sie sagen, okay, ich habe es gemacht, hat funktioniert, dann können wir uns das im Großen und Ganzen merken und dann bekommen sie eigentlich keine E-Mail, weil wir halt wissen, dass sie es wissen und dann eben sich das Video anschauen mit der Beantwortung. Wir haben aber jede Menge Leute, die das nicht mitbekommen, dass sie auf Semper-Video einfach eine Frage stellen und hier in Semper-Response die Antwort bekommen und denen schicken wir das dann einfach zu. Das heißt, wenn sie sowas bekommen und sagen, ja, wusste ich schon, dann einfach löschen und ignorieren. Aber es geht halt darum, denjenigen Bescheid zu sagen, die es nicht unbedingt wissen, weil da kriegen wir schon ab und zu mal eine Mail von wegen, ja, warum antwortet ihr denn nicht und so weiter. So, und dabei haben wir die E-Mail dann schon dreimal beantwortet, nur halt in Videoform. Deswegen einfach ignorieren. Hurt Me 1992, der Laptop funktioniert wieder und bezüglich seiner Codecs hat er noch ein Problem. Und zwar das Audioformat, in das umgewandelt werden soll, ist inkompatibel. Ja, das ist schlecht. Da können wir jetzt nicht so viel machen, außer Ihnen eventuell als Workaround anbieten, dass Sie es irgendwo anders hin konvertieren. Das heißt, Sie gehen nicht direkt von MP4 auf MKV, sondern Sie nehmen noch ein Zwischenformat. Vielleicht unkomprimiertes AVI, in der Hoffnung, dass der Film nicht so groß ist, weil da am Ende sonst ein paar hundert Gigabyte an Daten bei rumkommen könnten. Wenn das jetzt wirklich ein 90-Minuten-Film ist, den Sie da konvertieren wollen. Aber bei einem normalen Film sollte das eventuell durchaus möglich sein, einen Zwischenschritt einzulegen. Linux, Windows, Mac-Hilfe hat ein Problem. Camtasia Studio bekommt Fehlermeldung 1722 bei der Installation. Und die Fehlermeldung ist ein Bug im Programm, so wie wir das hier gesehen haben. Vom April 2010 in Camtasia Studio. Hier wird gesagt, es wird dran gearbeitet. Das Team von TechSmith arbeitet dran und es gibt ein Workaround. Am besten schauen Sie sich das hier unter techsmith.de selbst an oder einfach in Ihrer Standardsuchmaschine nach Camtasia und 1722 suchen. Dann ist der erste Treffer von Google direkt dieser Link. 0000 Nico fragt an bezüglich Win7 Mac OS X Ubuntu Problem VMware Workstation und damit sind wir raus. VMware Workstation haben wir noch nie benutzt, deswegen können wir zu den Fehlermeldungen, die da aufpoppen, leider auch gar nichts sagen. Das ist auch eine kostenpflichtige Version, also die Software. Da bietet VMware Ihnen Support, wenn Sie das da brauchen. Deswegen, wir benutzen hier nur die kostenlose Server-Version, nicht die Workstation-Version. Sorry, deswegen keinerlei Erfahrung, können wir leider nichts zu sagen. Nochmal Linux, Windows, Mac Hilfe. Sie haben doch gesagt, dass man auf Ihrer Webseite sempervideo.de Download die Wallpaper runterladen kann. Allerdings kommt bei ihm ein Fehler. Requested URL/download wurde nicht gefunden. Ja, das ist richtig, denn die URL hieß Downloads. Mehrzahl, ein S noch dahinter setzen, dann klappt es auch mit dem Nachbar bzw. mit dem Wallpaper.
Und letzte Frage. Videolord 5000 fragt an bezüglich Foxy Proxy. Er hat es installiert und er möchte jetzt gerne wissen, ob denn nun auch wirklich alles darüber, über diesen Proxy läuft. Und nicht, dass das nachher so ist wie bei dem Flash-Plugin. Er hat schon gemerkt, dass der Download-Speed über den Proxy stark absinkt und er vermutet, dass alles darüber läuft, also auch die normalen Downloads, aber er fragt halt einfach nochmal nach. Ja, das ist richtig. Also der HTTP-Traffic, der läuft auch über den HTTP-Proxy, wenn Sie diesen angegeben haben, so wie jeder Traffic über den SOX, über einen SOX-Proxy geschickt werden kann. So, wenn Sie das allerdings zumindest unter dem Firefox sich entsprechend anschauen, Sie haben die Möglichkeit auch noch FTP und noch andere Protokolle über Proxys zu schicken. Der Vorteil ist, Sie könnten theoretisch das FTP-Protokoll über den Proxy A, während Sie den HTTP-Traffic über Proxy B schicken. Also man kann da verschiedene angeben. Das ist theoretisch möglich, macht wahrscheinlich kaum einer, aber die Programmierer haben uns halt die Wahl gelassen. Aber trotzdem, das ist Browser-Traffic und der läuft auch darüber. Das, die Sorge, die Sie da haben mit dem Flash-Plugin, die ist berechtigt, aber es ist halt ein Plugin. Das heißt, wenn Sie ein anderes Plugin in Ihrer Webseite haben, dann ist dieser Traffic nicht unbedingt über den, dann wird dieser Traffic nicht unbedingt über den Proxy geleitet. Hängt natürlich jetzt wieder vom Plugin ab. Aber zum Beispiel, was wir zum Beispiel als Plugin haben, ist dieses DivX, um DivX-Videos schauen zu können. So, das ist wieder ein eigenes Plugin. Wenn wir also auf eine Webseite gehen, wo DivX-Filme abgespielt werden, dann würden die auch direkt gehen, beziehungsweise nicht zwingenderweise über den Proxy, weil es halt kein HTTP-Traffic ist. Also das kann man auch schon relativ oft daran dann eben abhören, dass der gar nicht den gleichen Port nimmt. HTTP läuft über den Port 80 in der Regel, also die Kommunikation. Und DivX-Traffic, der läuft definitiv nicht über Port 80, denn sonst wird es ja HTTP-Traffic sein. Also deswegen, Sie haben recht, es läuft über den Traffic, deswegen ist es ein bisschen langsamer. Und solange Sie HTTP machen, funktioniert das auch alles. Sobald Sie ein Plugin benutzen, kann es sein, dass das Plugin seine eigenen Wege benutzt. Das ging ja fix heute. Okay.